Olaf, ich habe eine Decke in der geheimen Kammer gefunden. Ich glaube, sie gehörte einst dem Vergessen. Wow. Weißt du etwas darüber? Jetzt bin ich mal gespannt. Keuch, die flauschige Kuscheldecke. Du hast sie gefunden. Hurra! Aber ich weiß nicht allzu viel darüber. Okay, also hat er sie die ganze Zeit nicht finden können? Aber ich weiß, wer vielleicht mehr weiß. Jetzt bin ich mal gespannt. Wer könnte denn über die Kuscheldecke Bescheid wissen? Minnie? Elsa? Ich erinnere mich an die Decke aus ihrem Zimmer im Schloss. Natürlich wird ihr nicht kalt, aber ich glaube, sie mag es manchmal einfach gemütlich. Ja, gemütlich. Sie muss die Geschichte hinter dieser Decke kennen. Oh mein Gott, sie steht direkt hinter uns. Ich bin so froh, dass wir uns kennengelernt haben. Danke, Olaf. Ich schätze, ich muss mit Elsa sprechen, wenn wir eine Chance haben wollen, das Vergessen aufzuhalten. Aber Olaf hat auch die Kuscheldecke gekannt. In der Zwischenzeit werde ich einfach alle verschiedenen Arten an Steinen im Dorf finden und kategorisieren. Das dachte ich mir. Ich nenne es kontrollieren, was ich kann, wenn die Dinge außer Kontrolle geraten. Ach Gottala, hat er Ich Angst? schwör's euch, das war bestimmt der schönste Tag in meinem Leben. Okay, dann gehen wir mal zu Elsa, komm. Die war doch gerade noch hier. Die war doch gerade noch hier. Hier unten ist sie. So, gehen wir da mal durch. Komm, Wally. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie sagt. Okay. Wenn Wally immer so vor sich hin summt, das ist total schön. Das ist ja nicht Wally, sondern das ist eine Stimme aus dem Fernseher, den er sich da mal. Hallo, könntest du mir vielleicht zur Hand gehen? Hi. Hallo, du. Hi, ich habe gesehen, was am Himmel über dem Dorf vor sich geht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, musst du es nur sagen. Ja, na guck mal doch einmal. Sei einfach weiterhin, du, ich weiß nicht einmal, wie ich mir selbst helfe. Hä? Ja, ich wollte sie eigentlich jetzt wieder was anderes fragen. Es gibt eine Möglichkeit, wie du definitiv helfen kannst. Sieh dir das bitte an. Hier die Kuscheldecke. Kommt sie dir bekannt vor? Oh, sie bekommt mehr bekannt vor. Es ist aber schon sehr lange her. Wir glauben, dass sie dem Vergessen gehört hat. Wir müssen die Geschichte dahinter erfahren. Das ist schon komisch. Eben war mir noch so, als ob meine Erinnerungen hinter einem Schleier wären. Aber dann sah ich dich an und dachte an unsere Freundschaft und die Abenteuer, die wir zusammen erlebt haben. Oh ja, wir haben viel erlebt. Wenn ich dran denke, bis wir die eisigen Höhlen erst einmal betreten konnten und dann die ganze Geschichte um ihre Höhle. Also das war schon toll. Und dann die Erinnerungen und dann das mit diesen eingelegten Hering, das war auch ein langer Quest. Und dann sah ich dich an und dachte an unsere Freundschaft und die Abenteuer, die wir zusammen erlebt haben. Dann kam die Erinnerung. Ich habe sie dir gegeben. Damals warst du noch ein Kind und du wolltest mit mir in der Eishöhle spielen und erkunden. Und die Eishöhle war kalt. Allerdings war es sehr kalt, deshalb hatte ich dir meine Lieblingsdecke von zu Hause mitgebracht. Yeah! Ach Gott! Als sich das Vergessen von dir abspaltete, nun, ich denke, es behielt sie, bis es sie in die geheime Kammer warf. Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern, aber ich schätze, das Vergessen hat einige dieser Erinnerungen. Oh, guck mal, wie die so, oh, die kleine Schildkröte. Ich hoffe, du schaffst es, das Vergessen vor dem Abgrund zu bewahren, bevor es zu spät ist.
Solltest du es schaffen, es zurückzubringen? Nun, vielleicht kann ich mit dem Vergessen reden. Ich weiß, wie es ist, wenn man zu weit geht. Okay. Zu weit geht. Ja, okay. Danke, Elsa. Das ist alles, was ich im Moment brauche. Die Magie, die von der Decke ausgeht, scheint bereits stärker zu sein. Auf Wiedersehen. Ja, die Reliquien des Vergessens. Jetzt ist es vollständig. Also irgendwas mit der Melodie stimmt nicht. Das ist aber ein unangenehmer Bug. Also, was haben wir jetzt aus diesem Quest gelernt? Wir haben aus diesem Quest gelernt, dass die Decke, warte mal, können wir das hier aufrufen? Dass dieses alles Erinnerungen sind an unsere Kindheit. Sowohl das Märchenbuch, das intensive Vorlesen mit Mickey, mit Mickey Maus, dann das Spielen mit Vaiana, dann diese sehr schöne, warme, wertvolle Decke, wertvoll in Hinsicht darauf, dass es ja die Lieblingsdecke von Elsa war und noch ist, und dass wir Scar lieb hatten. Wir haben ihn gemalt und Scar hat all die Zeit auch diese Zeichnung aufgehoben. Das sind Ankerpunkte, das sind Anker an unsere Vergangenheit, und das Vergessen hat diese Ankerpunkte nicht vernichtet. Es hat sie nur an bestimmte Stellen abgeliefert. Man könnte sagen, in Sicherheit gebracht, sonst hätte sie auch zerstören können, die Erinnerungen. Ich weiß nicht, ob die ob man grundsätzlich diese Erinnerungen zerstören kann. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Das ist hochinteressant. Sehr schön, das sind Ankerpunkte. Also ein bisschen Gutes ist in diesem Vergessen noch mit drin. Und jetzt müssen wir mal schauen. Was hier abgeht. Du hast genug Reliquien des Vergessens gesammelt, um den Zauber zu sprechen. Es ist an der Zeit, mit Merlin zu reden. Belohnungen. Ja, das ist nichts. Was ist denn das hier unten? Ach so, das ist von 16 Uhr. Ja, das ist mehr so ein lustiger Quest. Gut, das ist der Hauptquest. Wir haben also jetzt sehr viel erlebt und sehr viel erfahren über uns selbst auch. Und jetzt heißt auf zu Merlin, um herauszufinden, wie er uns helfen kann. Schauen wir mal, wo Merlin ist. Wo ist Merlin? Da ist Donald Stitch, da ist Sheriff Woody Bright, da ist Eric. Wird wahrscheinlich beim Essen sein, ne? Ja, wahrscheinlich ist er beim Essen. Leider kann man das hier nicht so, das müssen sie auch mal anders lösen. Das ist Elsa. Ich sehe ihn nirgends. Dann ist er wahrscheinlich hier. Da ist er. Er ist direkt am Hauptplatz. Komm, Wally. Wir gehen mal dahin. Wahrscheinlich ist er bei Dagobert. Weil, wisst ihr, was ich komisch finde? Man sollte das so machen, dass die ganzen Akteure nicht bei Dagobert sind, weil da sieht man sie nicht. Es ist zwar schön, dass man sagt, ja, die sind halt bei Dagobert, das ist der Treffpunkt an sich. Aber hier, das wäre doch eigentlich der beste Treffpunkt. Das ist ein offener Platz, wo man alles sehen kann. Da kommen ein paar Bänke her, da kann man ja auch einen Verkaufsstand hermachen, dass die Leute ein bisschen was essen, einen Schirm hermachen, dass das alles ein bisschen gemütlicher ist. Und dann ist das der zentrale Dorfplatz und nicht ein schnöder Verkaufsraum, wo Dagobert sein Geld macht. Versteht ihr, was ich meine? Ich meine das nicht böse. Aber das ist irgendwie hier so leer und alle sind innen drin. Das ist etwas, was ich vielleicht am Anfang war das okay. Ich hätte es dann so gemacht, dass Dagobert vielleicht sein Verkaufsraum einen Teil wenigstens nach außen tut, dass hier mehr Leben ist. Denn der Raum von ihm, der ist ja auch sehr groß hier, dieses Haus schon. Sehr imposant eigentlich. Und hier ist kein Mensch. Doch einer, Olaf. Und ich. Wally. Okay, dann gucken wir jetzt mal im nächsten Teil, was Merlin uns zu den Reliquien des Vergessens zu sagen hat. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Bis dann, euer Nils. Ciao.